Übrigens ein echter Trend. Minister lassen sich im Netz kritisch von devoten Mitarbeitern interviewen. Herr Scheuer, es war ein langer, langer Tag heute, aber es war ein guter, oder? Wir haben es geschafft. Und ab 2021 wird es losgehen, ne? Ja, straffer Zeitplan. Wunderbar, ein Grund, stolz zu sein. Gute Botschaft. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, das ist der Trend. Ja. Den geistreichsten Anteil an dem Gespräch hatte tatsächlich die Ente. Tatsache ist, immer mehr Politiker kneifen, wenn zum Beispiel Politmagazine Interviews wollen und wenden sich stattdessen lieber direkt an ihr Volk. Haben sie von Trump gelernt. Andi Scheuer hier ist aber nur ein Beispiel von vielen. Auch Frau Kramp-Karrenbauer war neulich ganz begeistert von einem CDU-Werkstattgespräch, bei dem nur die eigenen CDU-Kameras mitlaufen durften. Zitat AKK, wir waren Herren der Bilder, das ist moderne politische Kommunikation. So läuft das heute. Der Praktikant knipst seine Handykamera an und dann wird losgelabert. Heute ist Weltfrauentag. Weltweit hat sich die Situation sicherlich gebessert. Trotzdem müssen wir heute feststellen, dass es immer noch Frauen gibt, die von Bildung ausgeschlossen ist. Und der Praktikant so, geil, Annegret, haben wir im Kasten. Erster Take. Ich meine, klar, Medienkritik und Kritik an Journalisten ist oft berechtigt. Trotzdem haben die Medien in der Demokratie eine Kontrollfunktion. Das ersetzt sich nicht durch lustige Amateurvideos. Beispiel, wir haben eine Bildungsministerin, Frau Karliczek, die ist in der Realität quasi unsichtbar, aber im Netz leider nicht. Was können Sie besonders gut kochen? Möhreneintopf mit Hackbällchen. Was ist Ihre größte Schwäche? Schokolade. Warum? Wer will das wissen? Möhren mit Schokolade, du.